Ich bin René und ich spiele Gitarre bei The Very End. Ja, Tach, ich bin der Björn und bin für den Gesang zuständig. Hallo, ich bin der Volker, ich spiele Gitarre bei. Hallo, ich bin der Marc und spiele Bass. Meine Hobbys sind Schwimmen, Fahrradfahren und Lesen. Und Kleben. Ja, hi, ich bin der Lars und ich spiele Schlagzeug. Ja, im Februar diesen Jahres haben wir unser Debütalbum aufgenommen und da wir zu dem Zeitpunkt noch keine Plattenfirma hatten, haben wir danach gemeinsam mit unserer Promotionfirma halt verschiedene Labels mit dem fertigen Album bemustert und vor kurzem haben wir endlich mal eine positive Rückmeldung bekommen, und zwar von Dockyard One Records aus Hamburg, und wir haben uns jetzt hier gerade im Proberaum getroffen, um ein bisschen zu besprechen, wie wir das Meeting morgen angehen. Der René, unser Gitarrist, und ich, wir fahren nämlich dann morgen nach Hamburg und treffen uns mit dem Dirk und der Christine von Dockyard One, um halt auszuloten, wie eine mögliche Zusammenarbeit aussehen könnte. Wir haben freundlicherweise Unterschlupf bekommen bei den Jungs vom Kunstverein St. Pauli, und das wird dann für anderthalb Tage unsere Homebase sein, von der wir dann zu Dockyard One starten und natürlich abends auch noch die Reeperbahn etwas unsicher machen. Ja, wir haben uns natürlich auf das Gespräch auch entsprechend vorbereitet. Ich denke mal, so die allerletzten Absprachen werden wir dann noch in der Bahn treffen. Ich bin vor allem mal sehr gespannt auf unsere beiden Gesprächspartner und was sie uns so anzubieten haben. Ja, also wir kommen gerade von Dockyard One Records hier in Hamburg, hatten gerade das Meeting mit denen, um über eine eventuelle gemeinsame Zukunft zu reden, und wir hatten also einen recht positiven Eindruck. Das letzte Gespräch, was ich für meine damalige Band geführt habe mit einem anderen Label, das hat sich schon ein bisschen anders gestaltet, insofern, dass wir heute zum Beispiel insofern besser wahrgenommen wurden, dass die Gesprächspartner auch wussten, dass jetzt nicht irgendwie mit Greenhorns reden, sondern dass alle schon ungefähr grob zumindest wissen, wie der Hase im Metal-Business läuft. Also ich blicke jetzt sehr positiv in die Zukunft. Ich glaube, wir können einiges noch erreichen. Alles Weitere wird sich dann halt im Rahmen dieser Kooperation mit Dockyard One ergeben. Und dass wir einfach im Prinzip das ernten, was wir für The Very End gesät haben. Dass wir einfach, oder dass die Band als solche langsam Früchte trägt. Also halt nicht in finanzieller Hinsicht, sondern dass wir einfach rausgehen können und einer möglichst großen Zahl an interessierten Hörern unsere Songs um die Ohren hauen. Ausrechnet's rein. Wir brauchen das Geld. Bitte, einen Vertrag. Bitte. Ich tanze auch für euch. Wir sind eigentlich alle zu arm und brauchen diesen Plattendeal.